Übervolle Massenunterkünfte für Flüchtlinge, diese Bilder haben wir noch alle im Kopf. Die Stadt Hamburg reagierte und versprach, die Flüchtlinge sollen nicht in einigen wenigen Stadtteilen untergebracht werden, sondern am besten überall, auch im wohlhabenden Volksdorf. Gut so, denkt man auf den ersten Blick, das ist eben gerecht. Und dass Grundstücke in solchen Gegenden auch etwas teurer sind, das ist auch klar. Aber wie weit darf man da gehen? Das ist die Geschichte von Flurstück 270. Von dieser Grünfläche mit Strommast in Hamburg-Volksdorf. Die Stadt hat die Fläche angemietet. Für das Siebenfache des ortsüblichen Preises. Hinter diesen Fassaden haben Behördenmitarbeiter dagegen rebelliert, versucht es zu verhindern. Der Vermieter ist eine undurchsichtige Genossenschaft. Aber einer wollte das Geschäft um jeden Preis. SPD-Fraktionschef Andreas Dressel. Harald Gratenau ist der Vorbesitzer von Flurstück 270. Er musste es vor 7 Jahren verkaufen. Der Interessent war damals ein Hamburger Rechtsanwalt. Zum Notartermin erschien dann aber jemand ganz anderes. Einer der heutigen Eigentümer. Was hat Ihr Onkel da vor allem für Landwirtschaft betrieben? Also ich hatte zumindest den Eindruck, dass er sich immer schön im Hintergrund hält. Aus welchen Gründen auch immer, das kann ich ja nicht nachvollziehen. Also das ist nicht so der Vertragspartner, wie ich ihn hier kenne. Frei, offen, ehrlich. Für seinen Acker hat Gratenau damals knapp 1.000 Euro Pacht im Jahr bekommen. Seine Käufer kassieren jetzt viel mehr. Was sagen Sie denn jetzt, wenn ich Ihnen erzähle, dass dann am Ende für 90.000 Euro im Jahr gemietet wird? Das ist eine gute Frage, kann ich nur sagen. Also dennoch bleibt 90.000 für mich also eine utopische Summe, wenn ich das mal so sagen darf. Ein Acker in dieser Lage ist offiziell etwa 105.000 Euro wert. Die Stadt wird bis zu 90.000 Euro an Miete zahlen, pro Jahr. Man könnte sagen, sie zahlt nahezu jährlich den Kaufpreis. Rückblick, Februar vor einem Jahr. Überall Protest. Anwohner, Bürgerinitiativen machen mobil gegen ungleiche Verteilung von Flüchtlingen. Drohen mit einem Volksentscheid. Der Fraktionschef der SPD, Andreas Dressel, hat den schwierigen Job, für gute Stimmung zu sorgen. Und überall Flächen für Flüchtlingsunterkünfte zu finden. So gerecht verteilt wie möglich. In einer solchen Phase, wo es auch darum geht, den inneren Frieden in der Stadt zu erhalten, den inneren Frieden in einem Stadtteil zu erhalten, ist es klar, dass Stadtteilgerechtigkeit auch mal seinen Preis haben kann. In Volksdorf fehlen Flächen. Was in dieser Phase passiert, stellen wir nach. Flurstück 270 ist für Andreas Dressel die beste Wahl. Kaum Bürgerproteste, wenig Umweltbedenken. Er schreibt eine E-Mail an die zuständigen Behörden. Flurstück 270 sollte mit Hochdruck geprüft werden. Das Gegenteil wäre für niemanden erklärbar. Eine Woche später erneut. Es wäre gut, wir würden hier zeitnah Fortschritte erreichen. In den zuständigen Behörden wird eifrig geprüft. Vor allem die geforderte Miete erstaunt. 100.000 Euro im Jahr. Die Verwaltung will nicht mitmachen. Sie schreibt an Dressel: Die Preisforderung ist nicht angemessen und überhöht. Dressel widerspricht. Er möchte Flurstück 270 jetzt schnell in die Umsetzung bringen. Und er werde jetzt zwischen der Stadt und den Vermietern vermitteln. Die Forderung anschließend 99.000 Euro. Wieder wird geprüft. Das Ergebnis eines Sachbearbeiters? Bei diesem Preis würden wir die Fläche nahezu jährlich kaufen. Das Angebot ist einfach als utopisch abzulehnen. Also zählt die Meinung der Verwaltungsexperten dann so wenig im Vergleich zur Stadtteilgerechtigkeit? Oder warum wurden diese Warnungen alle überhört? Na, die Warnungen wurden ja sehr ernst genommen, weil der Verhandlungsprozess ja weiterging. Ich hätte mir auch mehr Entgegenkommen gewünscht, aber am Schluss muss man sich politisch entscheiden, ob man eine stadtteilgerechte Lösung will oder nicht. Die Verwaltung errechnet einen für sie angemessenen ortsüblichen Preis für eine Gemeinbedarffläche. Herauskommen knapp 12.000 Euro. Um den Eigentümern entgegenzukommen, schlägt sie eine jährliche Miete von rund 21.000 Euro vor. Wir schauen uns Flurstück 270 an. Mitten über den Acker läuft eine Hochspannungsleitung. In der Mitte stehen zwei Bäume, die nicht gefällt werden dürfen.
Für die Wohnunterkunft bleibt nicht mal die Hälfte der Fläche übrig. Wir wollen mit den Eigentümern ins Gespräch kommen. Auf unsere Anfragen gab es nie eine Antwort. Hier ist die offizielle Adresse. Aber hier findet sich kein Schild, kein Hinweis. Und auch sonst ist niemand zu sprechen. Andreas Dressel verhandelt auch überwiegend mit einem Rechtsanwalt der Eigentümer. Und empfiehlt der Verwaltung im Mai, an den bisherigen Pachtzinsüberlegungen festzuhalten, um jetzt den Knoten für den Pachtvertrag durchzuschlagen. In der Verwaltung schaltet sich nun der Hausjurist ein. Er schreibt an seine Führungsspitze eine unmissverständliche Warnung, dass eine Zustimmung zu diesen maßlos überhöhten Mietforderungen den Tatbestand der Untreue erfüllen kann. Sie finden diesen Preis dann gerechtfertigt, wie Sie gesagt haben? Ja, um da gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich habe natürlich auch einen geringeren Preis gewünscht. Also sozusagen völlig klar. Also natürlich gucken wir über all den Fragen, um die es politisch geht, dass man immer die günstigstmögliche Lösung auch für die öffentlichen Unternehmen und für den Steuerzahler erreichen muss. Der Preis ist nicht das einzige Problem. Ein städtisches Unternehmen soll später den Vertrag unterzeichnen. Es bittet vorher um die Namen der Genossen, um fragwürdige Personen auszuschließen. In dem Vertrag ist jetzt hinten dran rangeklebt eine Liste mit 4 Genossen. Mhm. Wissen Sie denn eigentlich, wer alles Mitglied dieser Genossenschaft ist? Sozusagen meine politische Aufgabe ist jetzt nicht da unbedingt gesehen, jetzt jeden Tag Genossenschaftsmitglieder nachzuzählen und genau das zu gucken, sondern ich habe mich sozusagen darauf bezogen, wer da der Ansprechpartner war. Der Ansprechpartner ist ausschließlich der Rechtsanwalt der Genossenschaft. Trotz aller Vorbehalte der Verwaltung leitet Andreas Dressel ihm sogar deren interne Mails weiter. Auch eine Mail der Sozialsenatorin und schreibt dazu: Moin, hier vertraulich die letzte Hürde. Ist das üblich, dass Sie interne Kommunikation an so einen Verhandlungspartner dann weiterleiten einfach? Ja, wir haben die ganze Zeit uns sehr eng ausgetauscht, aber das war überhaupt keine Einbahnstraße. Sozusagen insofern die Tatsache, dass Sie sozusagen diese Mails haben, die sind dann ja offenbar auch Teil irgendwie des offiziellen Vorgangs geworden. Es werden noch unzählige E-Mails geschrieben über Risiken und Vertrauensbruch, über utopische Summen und die Frage nach der Existenz der Vermieter. Am Ende beugen sich die Verantwortlichen dem Druck. Die Stadt Hamburg mietet Flurstück 270 an für bis zu 90.000 Euro im Jahr. Wir sind eins. ARD.